war gerade in einem Coaching mit einem Unternehmer und wir haben so einen Businessplan gemacht und haben geschaut, wo steckt Umsatzpotenzial in seinem Unternehmen, weil er einfach verdoppeln wollte. So. Und das haben wir gemacht und dabei kam eine ganz wichtige Frage, die er mir gestellt hat und hat gesagt, Daniel, das, was wir jetzt durchgegangen sind, war letztendlich so leicht und so einfach und so verständlich, warum komme ich da nicht selbst drauf? Ich habe die Erfahrung, ich weiß, wie man Geschäft führt, ich weiß, wie man erfolgreich ist, ich weiß schon, wie man Millionen verdient. Aber warum komme ich manchmal nicht auf die einfachsten Dinge? Es ist so leicht, er saß da und hat gesagt, Daniel, es ist so, wirklich so leicht und einfach. Warum komme ich da selbst nicht drauf? Ganz einfach. Egal, wo du in deinem Leben stehst, ob du einen großen Erfolg hast oder ob du kleine Erfolge bis jetzt hast und vielleicht noch nicht da bist, wo du sein möchtest. Ganz egal, es gibt eine Sache, die haben wir alle, die habe auch ich, das ist ein blinder Fleck. Wir haben blinde Flecken und das sind die Dinge, die wir nicht sehen. Und diese blinden Flecken halten uns ab zu wachsen, halten uns ab, vorwärts zu kommen. Und was ich in meinen Seminaren und in meinen Trainings mache, ist, dass ich diese blinden Flecke bei dir aufdecke. Ich sehe deine blinden Flecken, du siehst sie nicht. Jemand anders sieht bei mir meine blinden Flecken, wie zum Beispiel meine Frau. Nicoletta kommt zu mir und sagt, Schatzi, warum machst du das so und warum machst du es nicht andersrum? So geht es doch viel, viel schneller. Dann sitze ich erstmal da und sage, so nach dem Motto, ich mache es ja immer so. Ja? Warum soll das jetzt leichter und einfacher gehen? So, vielleicht setze ich es nicht gleich um und dann kommt sie aber nochmal, sie ist hartnäckig und sagt, Schatzi, ich habe dir gestern schon mal gesagt, willst du das nicht so und so und so machen? Geht doch viel leichter, einfacher, schneller. Und dadurch einfach, dass mir jemand anders meinen blinden Fleck zeigt, habe ich manchmal Ergebnisse innerhalb von Stunden anstatt von Monaten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz, ganz wichtige Sache, die dich abhält zu wachsen, sind deine blinden Flecken. Also schau, dass du mal auf ein Seminar kommst, dass du mich persönlich triffst, dass du ein Gespräch mit einem von meinen Coaches führst, ja, dass du mal in ein, mach zum Beispiel mal eines, wenn du willst, dass dein Business wächst, ja, dann schau dir mal eines an, dass du das X-Game-Webinar machst. In diesem X-Game geht es wirklich darum, wie du verstecktes Potenzial in deinem Unternehmen aufdeckst. Und verstecktes Potenzial hängt oft im Marketing, im Verkauf, fängt aber schon viel früher an, bei der Positionierung, bei der Zielgruppe, beim Produkt, beim Branding, beim unwiderstehlichen Angebot. Alles das hat damit zu tun, ob dein Unternehmen in dem Maße wächst, wie du es haben möchtest. Und bei den meisten fehlen da Punkte dazwischen. Und das ist ganz wichtig. Mach das, melde dich an. Du hast hier unter dem Video hast du einen Link zum X-Game. Dieses Spiel habe ich erfunden. Es ist letztendlich ein Spielplan mit 7 Punkten, so ähnlich wie Monopoly. Ja, nur, dass wir schauen, wo dein Cash versteckt ist in deinem Unternehmen. Und wenn du das mal machst, wirst du eines merken, wirst du eines erkennen, woran du wirklich arbeiten musst. Und wenn du weißt, woran du arbeiten musst, kannst du ganz schnell dein Geschäft entwickeln. Also lass uns deine blinden Flecken jetzt aufdecken in deinem Business, in deinem Geschäft. Meld dich hier unten an und ich freue mich, dich im Online-Business-Seminar zu sehen. Bis dann, dein Daniel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass dein Like da und abonniere meinen Kanal. Klicke dann auf das Glockensymbol, damit du keine neuen Videos oder kostenfreie Erfolgstrainings mehr verpasst. Hier direkt kommst du zum Spezialangebot, das ich für dich herausgesucht habe, damit du in Zukunft mehr Erfolg hast.